Ja, hallo, ich bin hier heute auf der Sophienhöhe. Hier werde ich meinen zweiten Flug mit der Mini 2 heute starten. Vor einer Woche war ich ja am Autobahnkreuz Wandlow und da habe ich einige Untertitel reinschreiben müssen, nachher beim Schneiden des Films, weil mir einige Sachen überhaupt nicht gefallen haben. Ich hoffe, ich komme da heute mit weniger Untertiteln aus. Ich habe einiges verbessert und hoffe, das wird hier auch wieder ein schöner Tag werden. Einer dieser Sachen, die nicht so gut waren, waren die Tonaufnahmen. Ich habe dafür die internen Mikrofone der GoPro 6 verwendet und die Qualität, sagen wir es mal so, die war nicht zu gebrauchen. Das war auch das erste Mal, dass ich mit dieser GoPro so eine Vlogging-Sache mache. Ansonsten habe ich die für Motorradfahren benutzt oder Sachen gedreht, die ich intern nachvertont habe. Ist mir nicht so aufgefallen, deswegen musste ich da ein bisschen aufrüsten. Ich hoffe, die Tonqualität diesmal wird besser. Ich bin die letzte Woche noch der Meinung gewesen, um die Tonqualität zu verbessern, kaufe ich mir einfach ein einfaches Mikro und stecke das dann da rein. Aber weit gefehlt. Für die GoPro muss man sich einen extra Mikrofonadapter kaufen, der richtig teuer ist. Und natürlich muss der auch irgendwo verstaut werden. Und dann braucht man direkt ein neues Case und dann ist eigentlich schon das Budget aufgebraucht für das eigentliche, was man haben möchte, das Mikrofon. Im Endeffekt sieht das Ganze dann so aus, was ich mir gebaut habe. Mal sehen, ob ich damit gut klarkomme. Die Sophienhöhe ist bei Jülich und ist eine Abraumhalde vom Tagebau Hambach, vom Braunkohletagebau Hambach. Die Höhe hat ungefähr ein Niveau von 200 Meter gegenüber ihrer Umgebung und das Braunkohletagebauloch ist 300 Meter tiefer als ihre Umgebung. Das heißt, ich werde von oben filmen können, plus die 120 Meter der Drohnenflughöhe aus ungefähr 300 Meter zur Umgebung und 600 Meter ins Tagebauloch, wenn ich richtig gerechnet habe. Das heißt aber, ich muss erstmal 200 Meter hier hochsteigen. Normalerweise sagt man beim Bergwandern, man schafft so 300 Höhenmeter in einer Stunde. Also werde ich wahrscheinlich für diese 200 Meter 2 Stunden brauchen. Endlich bin ich oben, fast eine Stunde. Hier ist meine erste Fluglocation. Ich habe mir hier noch so einen ND-Filter besorgt. Der erste Flug wird mit einem ND8 stattfinden. Ein bisschen krumm, ne?
muss ja sagen, ich wollte hier einige Sachen ausprobieren, technischer Natur, aber die Location war dafür nicht so wirklich geeignet. Die meiste Zeit bin ich hier rumgewandert und dafür bin ich viel zu warm angezogen gewesen. Mir sind nur so Athleten hier begegnet, die haben wohl gedacht, die haben eine Klatsche mit den ganzen Geraffel hier oben rumzulaufen. Ob die Tonaufnahmen besser sind, kann ich jetzt noch nicht bewerten. Auch den Effekt der HD-Filter, die ich verwendet habe, werde ich erst beim Schneiden des Videos sehen. Ich will jetzt nur noch hier runter zu meinem Auto. Ich hoffe, ich finde das noch. Was die Navigation angeht, habe ich mich hier ein bisschen aufs Handy verlassen. Aber ich habe hier kaum Netz und eine Beschilderung gibt es irgendwie auch nicht. Da ist man eigentlich an jeder Kreuzung wieder im Zwiespalt, welchen Weg man jetzt nun gehen soll. Ah, ich habe wieder Netz. So schlecht sieht das gar nicht aus. Beim ersten Flug hatte ich Schwierigkeiten mit dem Gimbal. Der hat sich nach dem Start nicht mehr bewegt. Auf dem Boden hat er sich geneigt, im Flug nicht mehr. Ich habe alles neu gestartet, habe dann festgestellt, dass ich im FPV-Modus bin. Also im Gimbal-FPV-Modus. Warum? Keine Ahnung. Ich habe gestern noch ein paar Menüpunkte verstellt. Vielleicht bin ich dran gekommen. Muss ich erstmal so hinnehmen. Bei meinem letzten Flug hatte ich eine Anzeige CPU überlastet. Muss ich zu Hause googeln, was das bedeutet. Das Ding war weder zu heiß, noch war ich in irgendeinem Gebiet mit sehr vielen Störungen. Ich werde es erfahren. Zum Thema Handy-Ladestatus. Ich habe letztes Mal die Schwierigkeiten gehabt bei meinem Video am Wanloher Kreuz, dass mein Handy leer war. Ich habe jetzt rausgefunden, was viele wahrscheinlich schon wissen werden, dass man das Handy über die Fernbedienung laden kann. Tja, jetzt weiß ich es auch. Dennoch habe ich eine Powerbank bei. Macht das Leben leichter. So, das war's. Ich bin jetzt fast unten. Wenn ihr Spaß gehabt habt, wenn es euch gefallen hat, dann schaut euch auch meine anderen Videos an, wie hier, wo ich in Gladbach am Autobahnkreuz Wanloh war. Über euer Feedback oder über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Ciao!